Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der Doppelfolge zu Gefühlserben mit Sven Rohde. Weil das ist ja die Perspektive, warum kümmern wir uns um diesen Scheiß, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir kümmern uns darum, weil das Leben tatsächlich leichter wird. Wenn wir uns mit diesen Familiengeschichten befasst haben, dann wird es leichter. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die so über einen längeren Zeitraum immer wieder in Workshops gekommen sind oder die dann auch mal wieder im Coaching waren, gemerkt, mein Leben hat sich entspannt. Meine Resilienz ist gewahrt. Ich kann mit Stress besser umgehen. Es hat sich ein bisschen entspannt. Ich habe auch wieder eine positive Perspektive für das, was ich noch erreichen will im Leben. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-Plus-Podcast mit Bertram Kaspar und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Was hat Schweigen, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber was hat Schweigen mit Gefühlserben zu tun und warum ist es laut? Laut ist es, weil diese Themen, nur weil man darüber nicht spricht, heißt es nicht, dass es nicht weitergegeben wird. Wenn es ein Verbrechen in der Familie gegeben hat, ein Familiengeheimnis, irgendein Familiengeheimnis, dann heißt es nicht, dass wenn darüber nicht gesprochen wird, dass die nächste Generation es nicht mitbekommt. Ja. Auch der Nichtkommunikation kann man zuhören. Und dann ist es das Gefühl von etwas Dunklem. Da ist irgendwas komisch. Irgendetwas berührt einen unangenehm. Das Gespräch kommt in die Nähe von diesem Thema und alle werden irgendwie seltsam. Oder man mag nicht in den Keller gehen oder auf den Dachboden, weil da Dinge sind, die tatsächlich irgendwie sich gruselig anfühlen. Es gibt so einen Grusel. Es gibt Träume, die Horrorträume, Albträume. Und diese Träume haben eine Vorgeschichte in der Familie. Also die Enkelin träumt, dass der Großvater verletzt wird im Krieg und sich irgendwie nach Hause schleppt. Diese Geschichte ist ihr nie erzählt worden, aber sie träumt sie. Und so etwas ist oft beschrieben worden. Und wo spielt jetzt das Schweigen mit? Ja, indem darüber geschwiegen wird, gibt es keine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ja, darüber zu sprechen und es zu verarbeiten. Ja, okay. Heißt, durch dieses Schweigen wird es weitergegeben? Ja. Weil es einfach, das sind diese verdrängten, abgespaltenen Anteile von uns, diese Geschichten, von denen die irgendwie so wabern. Ja. Kann ich auch sagen, solange wir darüber schweigen, wird es immer weitergegeben? Ja. Und wir brauchen mehr schwarze Schafe? Ja. Ich finde die ja auch durchaus attraktiv. Also wenn ich mir jetzt so ein Bild von weißen und schwarzen Schafen vorstelle, die sehen doch irgendwie gut aus, ne? Also wir brauchen schwarze Schafe. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, diese Loyalität in der Familie auch mal in Frage zu stellen und sagen, ich will das wirklich wissen. Und, das finde ich schön, dass du das sagst, und gleichzeitig finde ich auch wichtig, nicht per se sich gegen die Familie dadurch stellen, sondern einfach was aufarbeiten wollen, worunter sie vielleicht selber aktuell auch leiden. Ja, und das ist ein ganz häufiger Grund, weswegen Menschen in meine Workshops kommen. Sie wollen es ihren Kindern nicht weitergeben. Also da kommt auch durchaus so eine Haltung in der Generation, na, ich tue das ja nicht für mich.
Also das wäre ja egoistisch. Immer denkst du nur an dich, Kind. Also das, die Begründung ist, dann kostet so ein Workshop ja auch noch Geld. Und kann man das Geld jetzt für sich selber ausgeben? Nee, ich gebe das nicht für mich selber aus, sondern ich gebe das ja aus, um meine Kinder zu entlasten. So eine doppelte Rechtfertigung. Ja. Ich finde das okay. Ja, absolut. Wenn man damit, also wenn es damit leichter fällt, sowas zu buchen. Ja. Ja, klar. Ja. Und man macht ja auch eine doppelte Arbeit. Man klärt es für sich. Ja, genau. Und klärt es schon vorab. Eine Frage, eben auch jetzt bei den Hörern, Hörerinnen, die alle vielleicht, also unsere Zielgruppe hat entweder schon Kinder oder hat halt keine Kinder, denke ich. Kann ich das auch stoppen, wenn ich schon Kinder habe, die Weitergabe? Oder muss jede Generation nochmal selber ran? Also, ich kann nichts weitergeben, das ist das Erste. Und ich kann auch nicht entscheiden, was ich weitergebe. Mhm. Es ist kein bewusster, also es gibt natürlich einen bewussten Prozess von Weitergabe, aber das Allermeiste wird unbewusst weitergegeben. Mhm. Und das ist einfach so. So sind Generationen miteinander. Und die Frage ist ja, also wenn ich mich selber entlaste von einer Schuld, die zum Beispiel mein Großvater auf sich geladen hat, dann behaupte ich, dass ich entspannter werde, dass ich offener mit Themen umgehen kann. Und natürlich wirkt das auf meine erwachsenen Söhne. Also der eine ist jetzt gerade 28 geworden, der andere ist 33. Natürlich kriegen die das mit. Und den einen interessiert es, den anderen interessiert es nicht. Aber in meiner Beschäftigung mit diesem Thema, in dem ich mich jetzt seit 2013 mit diesem Thema befasse und sehr intensiv mich damit befasst habe, hat sich viel verändert. Und ich kann zum Beispiel negative Nachrichten. Ich kann damit viel besser umgehen mittlerweile. Ich bin, glaube ich, tatsächlich resilienter geworden und diese Resilienz strahlt natürlich aus. Ich habe mit denen nicht darüber gesprochen, ob sie finden, dass ich damit irgendwie cooler umgehe oder nicht. Man möchte dafür eigentlich auch gar kein Lob haben, sondern es geht darum, dass ich das tue, weil ich das Gefühl habe, es ist für die Familie wichtig. Ich habe den Job auch einfach abbekommen. Ich habe mich dafür ja nicht entschieden, sondern ich bin da irgendwie reingeraten und habe das angenommen und dann habe ich als Journalist die Fähigkeit, mich in Themen einzuarbeiten. Und dann gibt es auch für den Journalisten so ein gewisses Sendungsbewusstsein, das dann auf Sendung geht in einem Podcast, in einem eigenen oder hier mit dir. Ja. Dann schreibe ich ein Buch dafür und ich empfinde das als eine wichtige Aufgabe. Ja, und ob meine Söhne das jetzt auch finden oder nicht, weiß ich nicht. Aber die kriegen dich letztlich verändert wahr? Ja. Also resilienter, also verändert im positiven Sinne, resilienter wahr? Hoffe ich jedenfalls. Hoffen wir auch, hoffe ich für dich. Okay, das ist ja schon mal spannend letztlich, ne? Und man kann es vielleicht auch nicht pauschal sagen, nur weil du jetzt ein Thema, was dich belastet, aufarbeitest, eben also, dass deine Söhne es nicht mehr, warte mal, ich muss mal gerade meinen Gedanken gerade sortieren. Also du hast gesagt eben, man gibt nie nichts weiter. Man kann nicht nichts weitergeben. Man kann nicht nichts weitergeben. Mhm. Heißt, selbst wenn ich an meinen Themen arbeite, haben es meine Kinder, wenn ich jetzt welche hätte, hätten von mir eh was mitbekommen. Ja. Ich kann aber eben durch die Bearbeitung sozusagen die Wogen trotzdem nachträglich noch versuchen zu glätten. In jeder Generation besteht die Möglichkeit, dass Themen bearbeitet und ich nenne es jetzt mal so ausgereinigt werden. Also dass auch eine Gerechtigkeitsbilanz positiv weitergegeben wird. Ja. Das ist ja schon mal cool. Ja. Und insofern können wir es unseren Kindern tatsächlich leichter machen. Und indem wir es ihnen leichter machen, wird es dann auch hoffentlich für die Enkel leichter. Also wir müssen diese Themen nicht immer weiter durchtragen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weswegen ich ablehne, dass die Kinder der Kriegsenkel ihre Kinder Kriegsurenkel nennen. Ich finde das ganz furchtbar. Dieser Begriff taucht immer mal auf,
Und ich sage, dürfen wir bitte einer Generation jetzt mal dieses Präfix Krieg wegnehmen? Ja, unbedingt. Also ich habe den Begriff Kriegsenkel, den Begriff kenne ich, meine ich zumindest, oder jetzt in durchs Buch lesen noch mal mehr. Kriegsurenkel habe ich noch nicht gehört und bin da bei dir. Ja. Irgendwann darf das. Ganz furchtbar. Ich finde es ganz furchtbar. Ich möchte nicht, meine Kinder sind keine Kriegsurenkel. Nein. Und das ist für mich das Schöne an diesem Begriff Gefühlserben, das ist vollkommen neutral. Mhm. Wir alle sind Gefühlserben. Ja. Und indem wir verstehen, was wir vererbt bekommen haben und was wir weitergeben, kriegen wir auch ein Verständnis dafür, dass es sowohl positive wie auch negative Aspekte gibt. Und was in der Diskussion der Kriegsenkel sehr häufig untergeht, ist, dass es ja auch ein positives Gefühlserbe gibt. Mhm. Ja. Willst du jetzt schon auf die potenziellen Ressourcen in den Negativen hinaus? Oder trennst du es per se auch nochmal, dass es positive, also würde ich eh sagen, es gibt positive als auch negative Gefühlserben. Ja. Wenn ich bei mir sage, würde ich jetzt behaupten, ich habe, glaube ich, eine recht gute Resilienzfaktor, glaube ich, mitbekommen, würde ich irgendwie behaupten wollen. Und das ist was Positives. Unbedingt. Oder auch eine relativ hohe Stresstoleranz. Mhm. Glaube ich. Je nach Situation. Je nach Situation. Das ist was Positives und negativ könnte ich bestimmt jetzt auch was auspacken. Aber das darauf wolltest du erstmal hinaus, ne? Dass Gefühlserben erstmal auch neutral ist. Mhm. Ja. Ja, genau. Wir sind alle Gefühlserben und das ist komplett neutral. Und welche Art von Gefühlserbschaft ich dann weitergegeben bekommen habe oder weitergebe, das ist wiederum sehr individuell. Was man dann feststellt, ist, dass in den Generationen durchaus sehr ähnliche Gefühlserbschaften weitergegeben wurden und weitergegeben werden. Und da macht es dann Sinn, dass man sich mit anderen zusammenfindet, also zum Beispiel in einem Workshop oder in einer Facebook-Gruppe oder sich einfach trifft mit Leuten, die bereit sind, sich diesem Thema überhaupt zu öffnen. Das Interessante ist, dass der Anteil von Männern sehr gering ist. Ich weiß ehrlich gestanden nicht, wie es jetzt mit der Hörerschaft eures Podcasts ist, ob er eher weiblich dominiert ist. Vorwiegend weiblich auch. Ich habe jetzt die konkreten Prozentzahlen nicht im Kopf. Aber vorwiegend. Ja. Also mein Klientel in meiner also als Beraterin ist auch vorwiegend weiblich. Mhm. Ja. Ich bringe das immer scherzhaft auf den Punkt, Männer haben die Probleme nicht. Stimmt. Dafür habt ihr andere. Dein Lachen war sehr hübsch in dem Zusammenhang. Es ist natürlich lächerlich. Und es ist auch tatsächlich so, dass Männer mit Gefühlen immer noch mehr Probleme haben, also zumal in meiner Generation. Sie behaupten dann, das könne man doch alles mal ganz sachlich sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann werde ich immer besonders vorsichtig. Wenn Menschen meinen, dass man alles sachlich sehen kann, dann bedeutet es ja, dass sie mit ihren Gefühlen tatsächlich gar nicht umgehen können. Sie versuchen sie möglichst wegzudrängen und wenn dann eine entsprechende Situation ist, dann brechen diese Gefühle hervor. Sehr häufig ist es Wut. Mhm. Und das, also ich würde jetzt behaupten, das kommt ja auch von diesen Glaubenssätzen, ne? Indianer kennen keinen Schmerz, genau. Männer heulen nicht, ja. Männer sind nicht schwach, Männer sind immer stark, was es da so alles gibt. Genau, ne? Genau. Ja. Ja. Männer kriegen alles geregelt. Mhm. Ja. Mhm. Ob die geringere Lebenserwartung, die durchschnittliche von Männern damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Würde mich aber interessieren. Wäre jetzt eine spannende These. Also Männer leben per se ja riskanter, auch also leben gesundheitsriskanter. Sie rauchen mehr, sie trinken mehr, sind mehr Opfer von Suiziden, sind gewaltbereiter, haben höheren Anteil in Gefängnissen aufgrund von Gewaltverbrechen als möglichen. Sind eigentlich sozusagen vulnerabler. Ja, also wenn ich jetzt Alkohol als Selbstmedikation bezeichne, dass ich mit Gefühlen nicht umgehen kann und Alkohol brauche, um diese Gefühle zu dämpfen, dann ist das das eine.
das in Richtung Gewaltverbrechen. Also ich kann mit meinen Gefühlen nicht so gut umgehen, muss sie also stärker ausagieren, komme dann in Situationen hinein, in denen das schwieriger wird. Die Frage ist ja auch, wie dieser erhöhte Stresslevel auf mein Gesundheitssystem als Ganzes wirkt. Also wir haben einen Anfangsverdacht, sagen wir es mal so, dass das miteinander zu tun hat. Mhm. Und ich würde gerne auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, was wir beide im Vorgespräch gerade hatten. Auch dieses generell, ob das jetzt Mann oder Frau ist, dieses über Gefühle spricht man nicht oder was mit der Psyche, nee. Also wenn ich ein Bein gebrochen habe, klar gehe ich zum Arzt, aber von der Psyche bin ich in Ordnung. Dass das eben, du hast es so schön erklärt, woher das auch kommen kann. Magst du das vielleicht gerade nochmal erzählen? Ja, ich erlebe bei älteren Menschen, also weniger jetzt in unserer Generation, aber in der vorigen Generation, also bei den Kriegskindern, eine große Scheu, so etwas wie eine psychische Erkrankung überhaupt zu akzeptieren, also so eine Diagnose zu akzeptieren und dann auch bei den Kindern wahrzunehmen und zu akzeptieren. Und ein Grund kann sein, dass psychische Erkrankungen in der Nazizeit als Ausdruck von lebensunwertem Leben angesehen wurden. Also jede Art von Behinderung. Und tatsächlich auch zur Ermordung von psychisch Kranken und von Behinderten geführt haben. Diese Situation kann dazu führen, dass Menschen einfach das Gefühl haben, ich darf das nicht zugestehen, weil ich bin potenziell gefährdet. Oder wenn ich das zugestehe bei meinen Kindern, dann wird es für die gefährlich. Es ist, ich meine, das gehört wirklich zu einer ganz grauenhaften, also das hat ja, hieß dann Euthanasie, nicht? Also Euthanasie ist ein Euphemismus allererster Ordnung, das heißt guter Tod. Also wirklich ganz, ganz grauenhafte Geschichten, dass Menschen, die psychisch krank waren, ermordet wurden. Und es gibt eine Geschichte, eine Klientin von mir, die ich begleite beim Schreiben ihrer Autobiografie, die ist jetzt Anfang 70, und deren Mutter war psychisch krank und die musste dann also auch immer wieder in die Klinik und ein Arzt von ihr, zu dem diese Tochter, also die war zu dem Zeitpunkt 12 oder 13, eigentlich ein Vertrauensverhältnis hatte, der hat gesagt, du darfst deine Mutter auf gar keinen Fall in diese Klinik geben. Und sie war in großer Not, weil sie wusste gar nicht, was sie tun sollte. Und natürlich war dieser Arzt, der zu dem Zeitpunkt, also das war in den End-50er Jahren, der hatte natürlich die Ermordung von psychisch Kranken mitbekommen. Das heißt, er hatte die Befürchtung, dass wenn die Mutter in diese Klinik kommt, dass die dort vielleicht ermordet werden könnte. Aber die Tochter hat das überhaupt nicht verstanden. Natürlich nicht. Und das ist dann halt in der Arbeit mit mir wach geworden, als sie diese Episode in ihrer Autobiografie beschreiben wollte. Also da kam auch nochmal diese Not hoch. Und an dem Punkt merkt man dann, wenn ich das historische Wissen habe, dann kann ich es einordnen. Und genau dieses Einordnen hilft mir, also ja, auch damit, das zu verstehen erstmal, weil ich eben auch hochaltrige Klienten habe, die vielleicht nicht die offiziell diagnostiziert eine psychische Erkrankung haben, aber wo ich und meine Kollegen ganz deutlich merken, die kämpfen da gerade mit ganz, ganz viel. Und dass die sich genau gegen allein dieses Wort Psyche, das darf gar nicht ausgesprochen werden, dass das genau daherkommt, dieses Gefühl der Lebensbedrohung. Und das macht es für mich erstmal, ist ein Riesen-Aha-Moment gerade. So, und das werde ich auch dem Team nochmal auf jeden Fall teilen, weil das eben genau in dieser sozialen Arbeit wahnsinnig hilft. Machst du auch Fortbildung für Sozialarbeiter? Um genau also, dieses Verständnis zu haben. Also ich habe bisher Fortbildungen für Leute, die in Hospizen arbeiten. Und also ich habe auch eine ganze Reihe von Vorträgen für Ehrenamtliche, die in Hospizen arbeiten, gehalten, weil genau dieses Verständnis dafür natürlich sehr, sehr bedeutsam ist. Mhm.
Das Verständnis für die Historie ist wirklich bedeutsam in diesem Zusammenhang. Und nicht nur für die Historie von 33 bis 45, sondern wenn wir jetzt nochmal in einen anderen Bereich hineinkommen, wie viele Menschen mittlerweile bei uns in Deutschland leben, die einen ganz anderen Migrationshintergrund haben, das sind mittlerweile über 20 Millionen Menschen, die mit den unterschiedlichsten Wellen gekommen sind. Also sei es, dass sie als die sogenannten Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren gekommen sind oder als Geflüchtete aus Chile in den 70er Jahren, weil sie vor der Diktatur geflohen sind, in den Auflösungskriegen von Jugoslawien, also Anfang der 90er Jahre aus Bosnien-Herzegowina beispielsweise. Die Boat People, die in den 70er Jahren aus Vietnam gekommen sind, die tragen natürlich auch ihre Geschichten hierher. Die haben Bio-Deutsche, wie ich sie dann nenne, geheiratet. Die haben Kinder bekommen. Und auch in diesen Kindern gibt es natürlich diese Gefühlserbschaften. Oder wenn wir schauen, dass viele polnische Menschen in Pflegeberufen sind, die haben natürlich eine ganz andere Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und diesem Vernichtungsfeldzug, den die Deutschen dort in Polen angerichtet haben. Das heißt, da haben wir auf einmal Menschen, die mit einem Gefühlserbe von der anderen Seite, also da, wo die sind halt Opfer der deutschen Wehrmacht gewesen. Und helfen uns jetzt aus. Das finde ich gerade verrückt. Ja. Und da kommen noch ganz andere Geschichten hinzu. Auch das ist ein Grund, weswegen ich nicht mehr mit dem Begriff Kriegsenkel umgehen möchte, weil es schließt alle aus, die nicht biodeutsch sind. Das Bewusstsein dafür, dass die eine Geschichte in sich tragen, die nicht unsere ist, von der wir auch erstmal nichts verstehen. Also wir sollen bitte neugierig sein. Ja. Wir sollen erstmal wissen wollen. Man muss nicht immer schon eine Meinung haben, wenn man noch keine Ahnung hat. Das ist so häufig so. Ich habe keine Ahnung, aber eine Meinung habe ich schon mal. Ich würde gerne mit dir noch auf einen Punkt kommen, den ich vorhin schon so leicht angesprochen hatte, mit dem Positiven im Negativen. Ich bin auch totaler Fan davon, selbst in den in negativen Erfahrungen oder für mich negativ bewerteten Erfahrungen doch noch irgendwie was Positives rauszuholen. Auch wenn das manchmal echt krampfhaft ist, aber das ist irgendwie so mein Anker manchmal. Und du fragst das in deinen Workshops auch deine Teilnehmende und du fragst ihnen oder stellst ihnen diese eine Frage: Was können wir, weil wir Kriegsenkel sind oder vielleicht auch, weil wir Gefühlserben sind? Erstmal, wie reagieren die und was ist dann das, was willst du bezwecken auch? Ja. Also es gibt immer erstmal ein Befremden. So, was will der denn jetzt? Ja. Wir haben doch gerade die Gelegenheit, über unser Leid zu sprechen. Und das ist auch bedeutsam. Es ist wirklich sehr, sehr bedeutsam. Das Leid muss gewürdigt sein. Und auch nicht so nach dem Motto, jetzt stell dich mal nicht so an. Also dann wären wir wieder in diesen Sprüchen der Kriegskinder und Indianer Herz kennt keinen Schmerz und du weißt doch gar nicht, wie gut du es hast und so weiter. Da wird ja immer die Wahrnehmung gedeckelt. Da wird das Leid klein geredet und beiseite geschoben. Das meine ich überhaupt nicht. Das Leid muss gewürdigt sein. Aber dann ist ja die Frage, was stelle ich denn jetzt damit an? Und diese Frage, was können wir, weil wir das erlebt haben, die führt dann dazu, dass wir natürlich in diesen Situationen etwas gelernt haben, was uns jetzt zur Verfügung steht. Also, diejenigen, die immer ängstlich darauf achten mussten, wie ging es denn den Eltern? Weil sie nun mal überlebensnotwendig darauf angewiesen waren, dass die sich um sie gekümmert haben. Was lerne ich dabei? Empathie. Ich habe feine Antennen, ich kriege einfach mit, wie es meinen Eltern geht und diese Fähigkeit lässt sich auf alles Mögliche anwenden. Auf jeden Fall, Empathie ist teilweise der Schlüsselfaktor, nicht Faktor, Schlüsselfähigkeit. Ja. Heutzutage. Wenn meine Eltern sich nicht um mich gekümmert haben, naja, was habe ich gelernt? Ich kriege Dinge selber geregelt.
Selbstständigkeit, ja. Ja, und das kann ich. Wenn meine Eltern nicht in der Lage waren, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, ob nun Vater oder Mutter, einer oder beide, dann habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das kann ich. Ich bin verlässlich, weil ich musste nun mal derjenige sein, der bei uns verlässlich ist. Arbeitgeber schätzen sowas. Auch KundInnen schätzen sowas. Wenn man verlässlich ist. Das heißt, diese Perspektive zu gucken, was gibt es da, was ich kann, weil ich, keine besonders schöne Kindheit oder Jugend hatte, weil ich möglicherweise wirklich auch durch schwere Zeiten gegangen bin. Ich habe es ja aber geschafft. Das heißt, ich habe sehr schwierige Situationen bewältigt und indem ich sie bewältigen konnte, ist mir eine Fähigkeit zugewachsen, nämlich schwierige Situationen zu bewältigen. Ich erlebe den Widerstand, dass die Menschen dann, wenn ich ihnen das sage, immer wieder sagen, ja, aber das war ja nicht schön. Ich sage, nein, es war nicht schön. Ich rede das auch nicht klein, aber du kannst es doch. Mitunter ist es auch so, dass ich die Übung noch ein bisschen verschärfe, indem ich sage, und ein Wort ist jetzt auf dem Index, aber. Dass es nicht heißt, ich bin empathisch, aber das musste ich ja auch sein. Nee, wenn dieses Wörtchen aber nicht zur Verfügung steht, dann heißt es einfach, ich bin empathisch. Punkt. Ja. Da gibt es immer mal wieder Widerstände zu überwinden, gerade in dieser Übung. Aber das Interessante ist, dass wenn wir so auf dieses Thema gucken, die Laune dreht sich immer. Total schön. Irgendwie macht es dann auch ein bisschen Spaß, Positives über sich zu sagen. Interessant ist auch, die Frage stelle ich dann auch mal, wie geht es dir denn, wenn du etwas Positives über dich sagen sollst? Du guckst gerade so, als wenn du weißt, was ich meine. Ja, weil ich das in deiner Podcast-Folge gehört habe und du auch dann so eine schöne Pause lässt, um dass man sich das gerade in dem Moment sagen darf. Die Pause war in dem Moment zu kurz, dass ich mir das hätte sagen können, aber es war dann so, oh, warte mal, jetzt muss ich bin ich aufgefordert, was Positives über mich zu sagen. Und es könnte ein bisschen peinlich sein, weil, schöner Glaubenssatz, Eigenlob stinkt ja. Ich behaupte, dass diese Sätze, Eigenlob stinkt, dazu angetan sind, uns zu manipulieren. Weil wenn ich über mich selber nichts Positives sagen darf, weil dann bin ich ja eingebildet, dann stinke ich vor Eigenlob, dann bedeutet es auch, dass ich leichter manipulierbar bin, weil ich komme nicht zu einem echten Selbstwertgefühl. Spannend. Ich habe tatsächlich was erlebt, das wirkt noch nach, bis heute, noch fast 30 Jahre, dass ich mal in der Grundschule war das, zeigen wollte, was ich kann. Meine Grundschullehrerin gesagt hat, Katharina, sei nicht so eingebildet. Ach. Und das ist mir erst über 20 Jahre später bewusst geworden, dass da so ein Glaubenssatz überhaupt ist, dass der so wirkt. Und da kommen wir dann auch wieder zur angezogenen Handbremse. Ja. Weil, das ist gerade so ein Coaching-Gespräch schon fast. Wenn du nicht sagen darfst, was du kannst, wie willst du dann dein Potenzial anderen zur Kenntnis bringen? Wie willst du in einem Bewerbungsgespräch, in einer Gehaltsverhandlung, in einer Präsentation tatsächlich all das präsentieren und zwar einfach vollkommen selbstverständlich, nicht als Poserin, sondern einfach so das zeigen, was du kannst, wenn so eine dusselige Kuh, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, so eine dusselige Kuh als Grundschullehrerin zu dir mal gesagt hat, sei nicht so eingebildet. Eingebildete Pute hieß das früher. Und das bremst dich aus. Und die Frage ist auch, ob das ein Teil des Gender Pay Gaps ist. Also weil die Frage ist,
ist das Mädchen nur eingebildet oder ist es der Junge auch? Würde man vielleicht Jungen eher zugestehen, dass sie so Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten etwas präsentieren? Oder sagt man das eigentlich nur Mädchen? Ich würde sogar sagen, man sagt das nur Mädchen. Das Mädchen bekommt, jetzt mal so ganz plakativ gesagt, sei nicht so laut, drängel dich nicht vor, hab Rücksicht auf die anderen. Und bei den Jungs wird gesagt, ach, sind halt Jungs, ne? Ja. Genau. Also, Mädchen, die singen und Hähne, die krähen, soll man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Schöne, schlechte Pädagogik. Ja. Ich kriege diesen Spruch immer nicht so hin, die müsste den natürlich auswendig kennen, aber sei das wie das Veilchen im Moose und nicht wie die stolze Rose und so. Das ist, ich habe es im Buch aufgeschrieben. Aber also geh möglichst irgendwie unter. Ja, so. Sei bescheiden. Sei bescheiden. Bescheiden. Und zeig dich nicht mit voller Pracht, mit langem Hals oder Stiel und hab womöglich noch Dornen. Ja, genau. Ja. Sondern sei schön geschmeidig im schönen und Moos. Und das Veilchen im Moose. Also, natürlich werden da auch Geschlechterrollen definiert über diesen Prozess. Und ja. Ich überlege gerade, es ist ja auch ein gewisses, ein Gefühlserbe, wenn man jetzt überlegt, die Frauen waren primär diejenigen, die nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben. Und das ist ja, aus positiver Sicht, aus Ressourcensicht, ist da ja was Krasses entstanden. Also, wow, mir fehlen die Worte gerade dafür. Inwiefern wurde das weitergegeben? Also jetzt auch, weil wir bei dem Mädchen Junge und Mädchen sei nicht so laut und der Junge. Aber die Frauen haben ja auch über Jahre eine enorme Arbeit geleistet. Ist das versickert oder wo ist das gelandet? Also meine Mutter war eine ziemlich taffe Person. Und also sie war ganz eindeutig die Starke bei uns im Haus. Mein Vater hatte große Gesten und meine Mutter hat ihn quasi machen lassen. Also hat ihm die Bühne überlassen. Aber eigentlich war sie diejenige, die gesagt hat, wo es lang geht. Das ist eine einigermaßen typische Rollenverteilung, denke ich. Aber das ist diese Geschichte der Frauen nach dem Krieg und der Männerrollen, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Möglicherweise würde das jetzt hier zu weit führen, aber... Hast du das im Buch vielleicht? Ja, habe ich. Perfekt, das wollte ich hören. Dann lassen wir das doch vielleicht gerade so stehen. Es steht im Buch, da kann man das nachlesen. Ich würde gern, eigentlich finde ich diesen Begriff so spannend. Kriegen wir da die Kurve noch kurz hin? Zur Ambiguitätstoleranz? Ja, den bekommen wir. Also, das ist diese Wahrnehmung. Ich habe etwas Schwieriges erlebt, vielleicht auch erlitten. Und ich erlebe auch meine Eltern als einerseits Eltern, Großeltern, als Menschen, die sehr viel gelitten haben. Und wie drücke ich es aus? Und darüber tun sie mir leid. Ich bin auch im Bewusstsein, dass sie wirklich sehr Schweres erlebt haben. Aber gleichzeitig haben sie mich auch, wenn nicht körperlich, aber doch emotional auch misshandelt. Sie gehen auch immer noch wieder übel mit mir um. Und dann legt sich das eine auf das andere. Das heißt, eine Klientin von mir hat den wunderbaren Begriff dafür Wegverstehen genannt. Das heißt also, indem ich auf ihr Leid gucke, wegverstehe ich, wie sie mit mir umgehen. Ich versuche, mein eigenes Leid wegzuverstehen. Im positiven Sinne. Im negativen Sinne. Im negativen. Weil ich nehme dann mein eigenes Leid nicht mehr wahr, weil das Leid meiner Eltern doch ja viel größer war. Weil sie haben den Krieg erlitten. Sie haben Hunger gelitten. Da sind
Geschwister erfroren oder also lauter grauenvolle Dinge, die im Krieg passiert sind, das haben sie alles erleiden und ansehen müssen. Und dagegen ist ja mein Leid irgendwie viel kleiner. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Also den Begriff wegverstehen. Mhm. Genau. Das Problem entsteht genau da, wo ich da dann für mein eigenes Leid eigentlich kein Anerkennen mehr habe. Das mir auch von meinen Eltern sehr oft abgesprochen wird. Wie gesagt, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast. Mhm. Und dass die emotionale Kälte, der Krieg, den es bei uns zu Hause gegeben hat, bei uns zu Hause, also bei mir zu Hause hat es keinen Krieg gegeben, aber ich höre das wirklich, es sind schlimme Geschichten, die ich immer wieder höre. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr bereit, mein eigenes Leid zu akzeptieren und dann komme ich an dem Punkt nicht weiter. Und da lade ich ein zu einer, diesem schwierigen Begriff, Ambiguitätstoleranz, dass ich sehen kann, meine Eltern haben Schlimmes erlitten und gleichzeitig sind sie aber mir gegenüber grausam gewesen. Ich kann Mitgefühl mit ihnen haben und kann trotzdem auch sie dafür nicht entlasten, dass sie zu mir grausam waren. Da entsteht ein großes Spannungsfeld. Mhm. Das ist nicht leicht auszuhalten. Und so ein Loyalitätskonflikt ja, auch? Ja, genau. Das stellt ja die Loyalität in Frage, dass ich sehe, mein Vater ist an mir Täter geworden, obwohl er selber Opfer war. Mhm. Das ist was für Fortgeschrittene. Und das nennt man dann Ambiguitätstoleranz. Ich kann die Spannung zwischen beidem aushalten. Und wenn ich mich an den Punkt vorgearbeitet habe, dann wird es wirklich leichter. Weil das ist ja die Perspektive, warum kümmern wir uns um diesen Scheiß, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir kümmern uns darum, weil das Leben tatsächlich leichter wird. Wenn wir uns mit diesen Familiengeschichten befasst haben, wenn wir sie leidlich integriert haben, dann wird es leichter. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die so über einen längeren Zeitraum immer wieder in Workshops gekommen sind oder die dann auch mal wieder im Coaching waren, gemerkt, mein Leben hat sich entspannt. Ich bin nicht mehr so leicht erregbar. Also meine Resilienz ist gewahrt. Ich kann mit Stress besser umgehen. Ich habe ein besseres Verhältnis auch zu meinen Eltern, so schwierig das immer war. Es hat sich ein bisschen entspannt. Ich habe auch wieder eine positive Perspektive für das, was ich noch erreichen will im Leben. Mhm. Denn wenn wir jetzt gucken, also die durchschnittliche Lebenserwartung im Moment von Frauen ist, glaube ich, 83. Ich meine 83. Ja, ich glaube, du hast recht. Das heißt, wenn ich eine Klientin habe, die ist 60, das sind ja noch 23 Jahre. Und selbst wenn sie 75 ist, hat sie noch 8 Jahre. Das stimmt. Ja? Und was möchte ich in dieser Zeit denn noch erleben? Ich möchte eigentlich nicht immer unter diesem alten Kram leiden, sondern ich möchte das beiseite packen können und wissen, diese Familiengeschichte gibt es. Mhm. Ich habe sie angeschaut, ich habe sie auch wie ein Buch ins Regal gestellt und hier entsteht auf einmal Zukunft. Mhm. Ich glaube, an genau dieser Stelle passt das Zitat, was ich mir eigentlich für den Schluss überlegt hatte. Doch ich finde, das passt gerade brillant. Du hast es auch rezitiert von Ohana. Katharina Ohana. Und ich lese das mal eben vor. Wir sind nicht mehr so richtig jung, doch alt sind und fühlen wir uns auch noch nicht. Jetzt ist noch Zeit, etwas zu ändern. Die Wiederholungsmuster sind längst offensichtlich. Und wer nicht den Rest seines Lebens an die fremdbestimmten Mächte in seinem Unbewussten verlieren will, der schaut sich spätestens jetzt an, warum sich so viele Sehnsüchte unerfüllt aufgestaut haben und warum das Leben nicht so geworden ist, wenn ich ergänzen kann, noch nicht so geworden ist, als wir damals aufbrachen, es zu erobern. Wunderbares Schlusswort, Katharina. Muss noch gar kein Schlusswort sein, weil ich habe noch Fragen. Es wird eine Doppelfolge, was wahrscheinlich jetzt schon im zweiten Teil des Podcasts ist. Genau, also erstens, wie du es auch schreibst, es ist noch Zeit, es ist reversibel, ja. Sowohl auf epigenetischer Sicht als auch auf
seelischer Jetzt-Lebensweisen-Sicht. Ja. Es wird leichter. Ja. Ich hatte in der Anfangsmoderation noch was über Heilung gesprochen. Vielleicht, dass wir das vielleicht noch, oder dass du das vielleicht noch erklärst. Was bedeutet Heilung im Kontext erlebter oder geerbter Traumata oder einfach Gefühlserben? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein guter Punkt, über Heilung zu sprechen, weil Heilung ist in medizinischer Sicht bedeutet es, dass der Nachherzustand wie der Vorherzustand ist. Also bevor eine Verletzung oder eine Erkrankung geschehen ist, durch die Heilung wird genau dieser Zustand wiederhergestellt. Bei einem Trauma gibt es das nicht. Das Trauma kann nicht ausradiert werden. Das heißt, ich trage das in mir und ich behaupte, dass es sogar ein Vorteil ist. Und da sind wir tatsächlich wieder bei den Ressourcen, über die wir gesprochen haben. Ich habe das Trauma überwunden. Und das an sich ist eine Ressource. Ich habe eine wirklich schwierige Situation überwunden und diese Fähigkeit steht mir anschließend zur Verfügung. Aber damit diese Heilung in einem anderen Verständnis, wo ich etwas Schwieriges integriert und überwunden habe, ich glaube, so kann man das am besten definieren, damit das gelingt, dafür braucht es eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Und über diese Voraussetzungen können wir, denke ich, nochmal sprechen. Ich muss überhaupt erstmal bereit sein, mich dem zu öffnen. Also Heilung zu wollen, der Sehnsucht, dass ich ein besseres Leben haben kann, der Hoffnung darauf und schließlich dann auch der Zuversicht, dass es geschehen wird, Raum geben. Viele Menschen tun das nicht. Die sind so eingekapselt in ihr Elend, haben sich so gewöhnt an dieses nicht so tolle Leben, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das passiert. Aber wenn ich der Sehnsucht, der Hoffnung, der Zuversicht Raum gebe, dann kann eben tatsächlich etwas passieren. Ich habe dafür den Begriff Wille zum Wohlbefinden gefunden. Den finde ich ganz wunderbar. Ich muss den Willen zum Wohlbefinden. Und dann gibt es trotzdem auch noch verschiedene Voraussetzungen, damit das gelingen kann. Ich muss mich sicher fühlen. Einfach in der Situation, in der ich bin, also ein Wohnungsloser fühlt sich nicht sicher. Jemand im Flüchtlingsheim fühlt sich nicht sicher. Also zumal, wenn noch die Gefahr besteht, dass ich abgeschoben werden kann, fühle ich mich nicht sicher. Ich brauche eine relative Sicherheit, um mich in Richtung Heilung aufzumachen. Ich brauche Vertrauen in die Person, mit der ich mich in den Prozess begebe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Coach oder zu einer Therapeutin gehe und denke, hier fühle ich mich nicht wohl, ich kann gleich wieder gehen. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche Vertrauen, dass wir gemeinsam etwas Positives für mich bewirken können. Dann brauche ich auch ein Gewahrsein für meinen Körper. Das ist bei Traumatisierten sehr häufig nicht so. Die haben unangenehme Gefühlsregungen einfach weggedrückt, abgeschaltet und haben dieses Gewahrsein nicht mehr dafür. Aber der Körper erzählt mir, wie es mir geht. Das heißt, ich muss mich einfach mal wieder so einem Grummeln im Magen öffnen und sagen, das ist eine wichtige Botschaft. Oder dass sich mir der Hals zuschnürt, dass es irgendwie mich ängstigt, dass ich also diese Gefühlsregungen wahrnehme und ein Bewusstsein dafür bekomme, was sie mir erzählen. Das lässt sich lernen. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Also ein Achtsamkeitskurs, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, dafür ist die Abkürzung. Ein Achtsamkeitstraining ist dafür ganz wunderbar geeignet. Dann muss ich mich irgendwie auch wieder in den Kontakt trauen. Traumatisierte haben häufig Angst vor anderen Menschen und haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ist es auch natürlich, dass sie sich zurückziehen oder nicht davon erzählen, wie es ihnen geht, weil sie das Gefühl haben, ich werde jetzt gleich wieder lächerlich gemacht oder ich kriege wieder einen drauf. Das heißt, in den Kontakt gehen, eine Bindung aufbauen. Und das braucht natürlich Mut. Ich muss einfach diese
diese Grenze wieder überwinden und merken, ach, das geht ja. Und das ist so ein Pendeln. Ich begebe mich vorsichtig in den Kontakt und dann ziehe ich mich wieder zurück. Und dann merke ich, ach, das ist ja gut gegangen. Dann kann ich mich etwas weiter in den Kontakt hineingeben. Und in diesem Pendeln entsteht einfach so die Wahrnehmung, ach, das geht ja. Und dann traue ich mich vielleicht ein bisschen mehr. Und dann öffne ich mich vielleicht auch wieder. Ich gehe vielleicht in einen Workshop und merke, ah, ich werde nicht lächerlich gemacht, sondern ich bin hier irgendwie aufgehoben. Und dann entstehen solche Momente, in denen es sich irgendwie gut anfühlt. Und natürlich brauche ich auch Geduld. Weil wenn ich Jahrzehnte oder in so einer Haltung verharrt habe, dann geht das jetzt nicht von jetzt auf gleich. Also dann ist Heilung nichts, was innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten zu erreichen ist, sondern dann mache ich mich auf den Weg. Das Interessante ist aber, dass relativ kleine Veränderungen im Lebensgefühl sich sehr bedeutend anfühlen können. Und das ist dann richtig toll. Das ist richtig, dann merkt man, dann geht mir auf einmal das Herz auf. Und es fühlt sich wirklich leichter und schöner an. Und dann gibt es Momente von, die kann ich richtig genießen. Und ich darf sie auch genießen. Ja. 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 Ich könnte sogar sagen, du sollst. Ja. Zum Abschluss, lieber Sven, erstmal herzlichen Dank. Wahnsinniges Gespräch. Wenn jetzt die Zuhörer und Hörerinnen zum Ende durchgehört haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ganz, ganz viele Gedanken gerade im Kopf bei denen rumschwirren, bei mir auch nach wie vor. Was sind so allererste Minischritte, sich seinem eigenen Gefühlserben zu öffnen? Ich kann erstmal neugierig auf mich selber sein. Mich nicht verurteilen. Das ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber einfach mal sagen, dieses Verhalten, das ich an mir erlebe, ist nicht bescheuert, sondern es hat mal Sinn gemacht. Es war mal die beste Möglichkeit, um mit einer schwierigen Situation umzugehen. Also es war sinnvoll, jetzt ist es nicht mehr sinnvoll, das heißt, ich kann es ändern wollen, aber ich möchte erst mal verstehen, wo kommt es denn her? Und diese Neugier, die ist interessant. Ich kann mich quasi selber zu einer Art Forschungsobjekt machen und mal gucken, wo kommt denn das her? Und dann relativ bald in den Kontakt mit anderen kommen. Und sich austauschen, meinst du? Ja. Das macht einen Riesenunterschied. Also wirklich zu erleben, in einem Workshop, dass Leute nicht mit dem Kopf schütteln, so missbilligend und nicht sagen, was erzählst du denn da für einen Scheiß und das ist doch alles Unsinn und guck doch lieber nach vorne, sondern zu erleben, dass bei anderen irgendwie das Gesicht aufleuchtet und man auf einmal merkt, die versteht mich. Ja. Und jetzt erzählt sie von sich. Und ich verstehe sie auch. Ja. Wie verblüffend ist das denn? Ja. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Und also ergänzend tatsächlich und abschließend zu erfahren, ich bin nicht allein. Ja. Und auch was du anfangs gesagt hast, wir sind alle Gefühlserben und wir tragen Erben, also Gefühlserben in uns. Ja. Und wenn ich das noch sagen darf, ein guter Einstieg in das Thema ist auch mein Buch. Auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Und als ich dein Buch angelesen habe, ich habe so viele Menschen in meinem Kopf gehabt, wo ich dachte, oh, der sollte das lesen, der sollte das lesen, der sollte das lesen. Und wenn ich das sagen darf, wem Lesen jetzt nicht so taugt, dafür gibt es hier deinen Podcast. Ja, genau. Gleichnamig, Gefühlserben. Ja. Genau. Und ansonsten sind die Bücher in den Buchgeschäften. Ja. Genau, ich bin Fan von wirklich physischen Buchgeschäften, sie nicht zu bestellen, sondern einfach in den nächsten Buchhandel zu gehen und sie sich vom Stapel zu. Ja, das wäre natürlich eine sehr schöne Vorstellung, wenn sie da im Stapel liegen. Bestimmt. Wunderbar. Lieber Sven, ganz, ganz lieben Dank für diese wahrscheinlich ziemlich sicher Doppelfolge und vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses intensive Gespräch, für diese
ganz, ganz vielen Lichter, die mir angegangen sind und hoffentlich auch Hörern und Hörerinnen jetzt aufgegangen sind und diese Ermutigung auch, sich diesem Thema anzugehen und dass es möglich ist, sich diesen Themen zu stellen und dass es leichter wird. Danke. Ich danke dir, liebe Katharina. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist total interessant und man merkt auch, wir können das gut gelaunt besprechen. Es ist kein Abstieg in irgendeine Grotte des Leids, sondern wir können mit Humor und guter Laune und Neugier diese Themen bearbeiten. Ja. Und in der Tat, es wird leichter. Sehr schön. Was für ein Abschlusssatz. Vielen Dank und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-älter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Bertram Kasper.